Am Golfclub von Eugendorf geht es einmal mehr um den guten Zweck. Organisiert wird das Charity Golf vom hausinternen Club 99, ein traditioneller Gentleman's Club, ganz nach englischem Vorbild und in dieser Form auch einzigartig in ganz Österreich. Ja, der Club 99 ist eine Gruppe von momentan 42 Mitgliedern, lauter Gentlemen. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Golf natürlich, aber es steht auch sehr im Vordergrund das gemeinsame Treffen, gemeinsame Feiern und wir machen auch Ausflüge. Ja, und heute haben wir gesagt, machen wir wieder mal ein bisschen was Charity-mäßiges. Bereits zum vierten Mal wird ein solches Golfturnier organisiert. Das erspielte Geld kommt schließlich den österreichischen Kinderdörfern zugute. Der Schwerpunkt liegt dabei auf jungen Sozialwaisen. Wir haben bisher über 550 Kinder betreut, von 3 Jahren bis Abschlusslehre oder Matura. Und haben mit der zurzeit momentan 49 Kinder im Haus. Alles das, was wir durch Charity-Geschichten bekommen, durch Spenden, dient dazu, den Kindern einen Urlaub zu gestalten, Geburtstagsfeiern zu machen, weil das kann man der öffentlichen Hand ja nicht zumuten, dass sie das noch zu anderen Leistungen dazu aufbringen muss. Dieser gute Zweck scheint zu fruchten. Fast 170 Golferinnen und Golfer schwingen dafür ihre Schläger und wenigstens einmal geht es nicht ganz um die sportliche Leistung. Ich finde es eine ideale Kombi, wenn man das Leidenschaftliche vom Sport mit einem guten Zweck verbinden kann. Und die Veranstaltung heute für die Kinderdörfer ist ein super Event. Ich muss sagen, es ist extrem positiv. Also man hört einfach rundum, die Leute lachen, haben eine Garde und witzig. Und es gibt so junge Truppen vor uns, spielen, die haben Musik mit und spielen lässig und freuen sich und springen umeinander. Also wirklich muss man sagen, also jeder hat einen Spaß und genau um das geht's. Super Geschichte ist. Es ist ein wunderschöner Tag. Wir spielen sehr, sehr gut und für einen guten Zweck spielen wir immer gerne mit. Es macht außerordentlich viel Spaß, bis auf eines, kleiner Wermutstropfen, dass die ganzen Birdie-Putts nicht fallen. Mir gefällt es sehr gut, wir spielen auch ganz gut und das ist eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns jedes Jahr, dass wir uns sehen und das steht im Vordergrund. Und wenn das für einen guten Zweck ist, dann schon zweimal. Ja, voll cool. Ich muss sagen, ich bin total eine schlechte Golferin, aber die Veranstaltung ist total lässig. Am Ende kann sich die Summe von 28.200 Euro durchaus sehen lassen. Geld, das mit Sicherheit in gute Hände kommt.